Moin, liebe alle. Heute ein kurzes Video zu Modelleisenbahnschienen. Ein Freund hat mir eine Schiene gegeben, hätte gerne dafür eine Ausfräsung in der Platte. Die Platte besteht aus einem Schaumstoff, einem Kleber obendrauf und Gummistein. Und da soll eine Ausfräsung rein, dass man eine H0-Schiene da reinlegen kann, dass diese da drinnen fixiert ist. Zunächst seht ihr hier Fusion. Da habe ich die Ausfräsung einmal geplant, den G-Code erzeugt. Und das Ganze dann auch auf die Maschine gelegt. Und auf der Maschine wurde dann die Platte gefräst. Das hat einigermaßen funktioniert, aber das Gummi oben, das drückt sich weg. Es reibt auch an dem Fräser, das heißt, der Fräser wird auch ein bisschen warm und wird damit natürlich auch zu Verschleiß führen. Aufgespannt habe ich das Ganze mit der Blue Tape Methode oder besser gesagt Green Tape bei mir. Das ist aber nur für Tests. Also, wenn man das professionell machen will, dann wäre natürlich ein Vakuum viel besser. Zeige ich gleich auch nochmal. Hier seht ihr jetzt den Ablauf in meiner Steuerung. Das ist die SIM-CNC. Links seht ihr den G-Code durchlaufen, den Fusion erzeugt hat. Das weiße Kreuz symbolisiert die Mitte vom Fräser, der die Bahn jetzt zweifach abfährt. Also es waren 2 mm Fräser und die Ausfräsung sollten so ungefähr 3 mm sein, ein bisschen über 3 mm. Es passt dann auch einigermaßen rein, obwohl hier und da ein paar Gummiteile noch mit in diesen Ausfräsungsbereich reinragen, drücken die sich aber beiseite. Optimal ist das noch nicht und deswegen werde ich gleich noch eine Verbesserung durchführen. Vielleicht ist es der bessere Weg, zunächst erstmal nur den Schaumstoff zu fräsen, den dann auf eine vorbereitete Kleberfläche zu tunken und das dann wiederum auf die Steine aufzupressen. Testen kann ich das nicht, weil ich weder den entsprechenden Kleber noch die Steine habe. Aber vielleicht könnt ihr auch noch was dazu sagen, habt da Erfahrung mit. Für den Fräser wäre es auf jeden Fall besser, weil er da nicht am Gummi reibt. Und ja, ihr seht es bei mir, das Ganze mit 12.000 Umdrehungen. Mehr kann meine Maschine nicht. Wenn eine 24.000 kann, dann kann man das mit Sicherheit noch beschleunigen, also noch mit höherem Vorschub fahren. Für die G-Code-Erzeugung habe ich dann ein kleines Skript geschrieben. Damit kommt man schneller zum G-Code als mit Fusion. Hier oben seht ihr die Parameter, die die Schiene bestimmen. Und hier unten noch ein paar Fräsparameter. Hier rechts seht ihr jetzt ungefähr, wie dieses Programm aussieht für diese Oberfläche. Das ist jetzt nicht besonders groß. Das sind ein paar Zeilen. Aber die tun das, was sie sollen. Also die erzeugen den G-Code. Und der G-Code würde dann ungefähr so hier aussehen. Das ist jetzt der erzeugte G-Code. Und damit kann man dann ja, für beliebige Längen die Schiene fräsen. Und das geht natürlich nicht nur für H0, sondern auch für andere Schienen. Für die Aufspannung dieser Teile wird so ein Vakuumtisch sehr wahrscheinlich reichen. Es geht einfach über einen Staubsauger. Staubsauger geht hier auf so ein Standardrohr, da gibt es dann solche Anschlüsse. Die Platte gibt es dann natürlich in verschiedenen Größen, würde ich dann natürlich für solche Zwecke größer machen, dass ich mehrere Teile auf einmal machen kann. Einfach Staubsauger an. Hält das Teil schon. Ja, und das muss die Fräskräfte aushalten, die sind ja eigentlich minimal bei diesem Fräsvorgang. Den G-Code-Generator findet ihr auf meinem GitHub. Einen Link dazu lege ich in die Videobeschreibung. So, das war ein kurzer Exkurs in die Welt der Modelleisenbahn. Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.